Bradley Manning wurde es vorgeworfen und wir denken, dass auch wenn Edward Snowden zurück in die USA geht, wahrscheinlich die Anklage lauten würde, Landesverrat. Dass dieser Mensch an dieser Stelle sein Land verraten hat und nicht etwa irgendwie Schaden verursacht hat oder dass hier an dieser Stelle vor allem darüber geredet wird, diese Person hat dazu geführt, dass irgendwelche Leute gestorben sind oder hat gezielt Informationen an Feinde gegeben. Nein, es lautet Landesverrat. Und wir denken, dass, oder wir alle aus in der liberal-demokratischen Weltöffentlichkeit finden das so ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich, weil wir nicht aus den USA kommen und wir sagen, warum werden die eigentlich deswegen angeklagt? Das waren doch vor allem Informationen, ja, wir verstehen, dass die unter einem Eid standen und vielleicht wegen Eidesbruch oder so eine kleine Strafe kriegen sollten. Das waren doch vor allem Informationen, die für andere westliche, liberale Nationen interessant waren, darüber, wie eine andere westliche, liberale Nation an dieser Stelle agiert. Was wir heute von der ersten Regierung fordern, ist, dass man Leute, die Informationen an die Weltöffentlichkeit geben, die möglicherweise klassifiziert ist, dass diese Leute danach bestraft werden sollten, was diese Information an dieser Stelle anrichtet, in Anführungszeichen. Das heißt, wir sagen nicht, dass alle Leute, die irgendwie Geheimnisse verraten, straffrei gehen sollen. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir werden wahrscheinlich jetzt einen Überraschungsangriff auf ein bestimmtes diktatorisches Land, was es total verdient hat, machen, dann ist es natürlich an dieser Stelle, wenn man das an die Weltöffentlichkeit preisgibt und damit auch an den, der angegriffen werden sollte, sagen wir, führt das zu einem direkten Schaden. Und dann sollte man diese Person nicht für Landesverrat, sondern für diesen Schaden, den diese Person wahrscheinlich angerichtet hat. Nämlich möglicherweise, dass es verzögert Beispiel. Und dass man an der Stelle eben dafür mitverantwortlich ist, dass extrem viele Menschen leiden, für ein extrem großes Leid an dieser Stelle verantwortlich ist. Das heißt, man sollte hier nicht daran gemessen werden, dass man sozusagen unloyal seinem Land gegenüber ist, sondern dass man an dieser Stelle eben eine andere Straftat möglicherweise auch begangen hat. Und das sollte an dieser Stelle, darum soll es an dieser Stelle gehen. Ja, zumindest frage ich mich nach einem Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel Merkels Handy abgehört wurde, wurde ja wahrscheinlich Assads Handy abgehört. Wie willst du jetzt den Schaden quantifizieren, der sich daraus ergibt, dass Assad weiß, dass sein Handy abgehört wurde? Das ist natürlich an manchen Stellen schwierig, diesen Schaden wirklich zu sehen. Das ist an allen Stellen schwierig. Aber wir denken, dass es an dieser Stelle eben eindeutig eine Abwägung geben kann zwischen wie nützlich ist das für die westlichen liberalen Demokratien und wie nützlich ist das für Feinde an dieser Stelle. Und dann muss man natürlich dann ein Gerichtsverfahren führen, aber das eben nicht am Landesverrat messen, sondern möglicherweise gucken, wie schädlich ist es, dass Assad das weiß. Und das ist dann nicht Landesverrat, sondern der Schaden, der daraus resultiert. Und darüber kann man sich doch immer noch Gedanken machen. Warum sagen wir das? Wir denken, dass liberale Demokratien eben vor allem sich einer globalen Wertenorm irgendwie verschrieben haben. Und das in Grundsätzen eben an den Menschenrechten an dieser Stelle sich verpflichtet fühlen. Und dass wir denken, dass man an dieser Stelle eben nicht mehr vor allem seiner eigenen Nation verpflichtet ist, sondern eben darüber hinaus diesen Werten verpflichtet ist, die diese liberalen Demokratien an dieser Stelle teilen. Wir sagen, dass wir an diesen Beispielen gesehen haben, die ich am Anfang angeführt habe, dass es den Fall gibt, dass man möglicherweise diese Werte erfüllt, also die liberale Weltöffentlichkeit darüber informiert, dass diese Werte in einzelnen Ländern gebrochen werden, aber dafür an dieser Stelle noch wegen Landesverrat, also einem nationalistischen oder patriotistischen Motiv hier an dieser Stelle bestraft wird. Warum halten wir das auch greifbar an dieser Stelle für schädlich? Wir glauben, dass es dazu führt, an dieser Stelle, dass eben einzelne Demokratien, dadurch, dass sie diese Whistleblower hier dafür bestrafen, dass sie das tun, extrem riskieren, ihre Werte eben nicht mehr zu erfüllen. Also wenn einzelne Bürger eben sehen, dass die Weltöffentlichkeit ein Interesse daran hat und dass der Schaden irgendwie nicht greifbar ist und in anderen Straftaten irgendwie quantifizierbar ist, dass wir an dieser Stelle eben einen extremen Schaden für diese Werte haben. Und das ist ja der Grundsatz, dass wir diese Werte haben und diese Werte auch beschützen können. Das heißt, diese Werte an sich tragen an dieser Stelle einen Schaden. Aber wir glauben auch, dass es einen enormen Vertrauensverlust möglicherweise an dieser Stelle dadurch gibt und wir an dieser Stelle eben, einen Prozess haben, über den wir das korrigieren können. Das heißt, wir glauben, dass dadurch, dass Snowden das jetzt gesagt hat, dass das abgehört wurde, reden wir überhaupt darüber, was es an dieser Stelle bedeutet, diese Werte zu haben und haben möglicherweise eben den Schaden für Leute, dass sie vorher ihre Privatsphäre verloren haben, ganz greifbar, dass sie vorher ganz greifbar ihre demokratisch-liberalen Werte eingeschränkt wurden und wir eben jetzt dadurch, dass wir es aufzeigen, diesen Leuten helfen können. Also nicht nur die Werte werden sozusagen geschädigt und das können wir verhindern, sondern auch das, was daraus resultiert, dass diese Werte in einzelnen Stellen an diesem Punkt irgendwie eingeschränkt werden. Wir denken also insgesamt, dass wir vor allem
ein Problem damit haben, dass einzelne Länder hier, oder um uns greifbarer zu machen, Landesverrat ist in den allermeisten Ländern eine der höchst bestraften Straftaten, die es gibt. In Deutschland ist Landesverrat eine der Sachen, für die man lebenslänglich kriegt, abgesehen von Mord. Das heißt, Länder sind noch in einer Position, die wir veraltet halten, dass wir praktisch Nationalstaaten sozusagen als nach innen vor allem absichern und sagen, dass man vor allem an dieser Stelle seinen Nationalstaat verpflichtet. Wir glauben, dass wir diesen Schritt, dass wir hier einen weiteren Schritt gemacht haben und gerade dadurch, dass wir uns eben diesen liberalen, demokratischen Grundwerten verschrieben haben, eben dieser Idee verschrieben haben, uns damit praktisch einen Schritt über diese Grenze gemacht haben und damit an diesen Werten und an dem Schaden, der an diesen Werten und mit diesen Werten zusammenhängt, daran an dieser Stelle gemessen wird. Warum denken wir, dass es nicht zu enormen irgendwie Schäden oder einem enormen Problem an dieser Stelle führt? Wir glauben, dass man eben in vielen Fällen, in denen Geheimnisse weitergegeben werden, sehr gut aufgrund von anderen Kriterien immer noch einen Gerichtsprozess führen kann. Beispiel. Wenn man zum Beispiel Videos von Soldaten, die sich entgegen diesen Grundwerten verhalten und damit Schaden in einem Land verursachen, dadurch, dass das Image ruiniert wird und dadurch, dass man an dieser Stelle möglicherweise eben, dass man an dieser Stelle sich sozusagen gegen das eigene Recht an dieser Stelle verhält und wir sagen, es sind Militärgeheimnisse, so wie Bradley Manning das an dieser Stelle gemacht hat, dann sagen wir, dass man eben hier sehen muss, ob die Informationen, die er vergibt, die vor allem einen Nutzen bezüglich dieser Werte geben oder ob sie vor allem eben einen Schaden an den Feind anrichten. Wir glauben, dass jedes einzelne Individuum das relativ gut abschätzen kann und wir deswegen eben nicht eine Schwemme von neuen Veröffentlichungen haben werden. Also dass man schon vorher relativ gut sagen kann, was sind diese Grundwerte und daran festmachen kann, was kann ich als einzelner Bürger praktisch an die Weltöffentlichkeit geben und was nicht. Und was bin ich bereit dafür in Kauf zu nehmen. Wenn wir von vornherein sagen, das, was du damit in Kauf nimmst, ist die höchste Strafe, die wir haben. In Deutschland ist das lebenslänglich, in den USA kann das sogar die Todesstrafe für Landesverrat sein. Wenn wir das von vornherein hier sozusagen als Strafe ansetzen dafür, dass man hier diese Abwägung trifft, sagen wir, ist das viel, viel zu schlimm. Sondern man sollte tatsächlich vielleicht ein Eid, den man geschworen hat, so wie man das eben hat, wenn zum Beispiel eine Polizeirazzia ist und dass dann jemand sagt, dass hier eine Polizeirazzia sein wird, haben wir ja auch Strafbestände für. Sollte man sich daran orientieren und an dem Schaden, der dadurch verursacht wird, nicht daran, dass man irgendwie eine Nationalität hat. Vielen Dank.